So, letzter Community Call vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid schon in Stimmung und habt schon den Glühwein parat. Ich habe mal, der wahrscheinlich gesehen, ich würde heute ganz gerne mal so ein bisschen über die offenen Themen für nächstes Jahr sprechen, aber vorher gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die wahrscheinlich nicht so viel Zeit brauchen. Zum einen Mastodon, Thomas, du hast ja gerade angesprochen, wir sind jetzt mit dem LernOS-Account von Twitter auch auf die neue Kolon Social Instanz gezogen, die ja seit einer guten Woche aktiv ist. Was nicht heißt, dass wir auf Twitter nicht mehr erreichbar sind. Ne? Wir haben da ja im Moment noch 1400 Folgende quasi. Ne, wie man hier sieht, warte mal, ich mache es mal gerade so. Dann kannst du vielleicht nachher auch gleich deine Fragen noch stellen. Thomas, wenn ich jetzt in Kolon Social nach LernOS suche, ne, da haben wir natürlich nur 29 Folgende. Aber was das Gute ist, es gibt so ein Mastodon zu Twitter Crossposter. Das heißt, dass den Post, den ihr jetzt seht mit der Ankündigung des Community Calls hier, der wird 1:1 cross-gepostet nach Twitter. Ja, und da kommt jetzt dann nächste Woche auch noch so eine kleine Nachricht dran, dass man uns, beziehungsweise so ein Tweet angepinnt auf Twitter. Und dann schauen wir mal, dass die Leute so nach und nach umziehen. Im Prinzip kann man den Cross-Poster ja auch stehen lassen, ne? Der tut uns ja nicht weh. Außer Elon Musk macht da noch mehr Unfug auf Twitter und man muss irgendwie den Account löschen, aber das sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Genau, also das als Info. Hat sich auch ganz klein ein bisschen der Handle geändert. LernOS hatte jemand auf Twitter schon. Weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Deswegen hatten wir den ja da Lern_OS genannt. Genau, der Leonardo Pereira. Auf Mastodon heißen wir jetzt nur noch LernOS ohne den Underscore, weil da gab es das natürlich noch nicht. Da finde ich Genau. aber nur LernOS on Air. Ja, du musst mal, wenn du such mal nach lernos@colearn.social. Dann müsstest du, bist du jetzt auf dem mobilen Gerät oder auf dem. Mobil, ja. Ja. Genau, es gibt eine andere Instanz, das könnte für euch interessant sein, Thomas. Das hat der Ralf Stockmann und der Markus Richter haben die aufgesetzt. Podcasts.social, Plural, Podcasts. Da ist die Idee, dass sich Podcasts ein Konto anlegen können, also nicht Menschen, sondern für einen pro Podcast ein Account. Da sind jetzt auch schon über 100 drin. Und ich glaube, gehört zu haben, dass der Christian von Feed dabei ist, dass man das über Feed irgendwie so einstellen kann, dass neue Episoden dort dann auch automatisch gepostet werden. Das geht im Moment noch nicht, aber das wird so die Homebase der Podcaster werden. Und darüber findest du den LernOS on Air. Da ist auch, das ist wahrscheinlich für euch nicht so spannend. Ich kann es mal gerade zeigen, da experimentieren wir gerade rum mit. Läuft allerdings noch nicht. Es gibt Castopod. Das ist quasi eine Podcasting-Plattform als Ersatz, also Alternative zu WordPress plus Podlove. Und die ist quasi schon Fediverse-kompatibel. Also das heißt, die spricht schon ActivityPub. Wir sind gerade am Überlegen, ob wir die Podcasts aus der Website rausziehen. Also der eine, den ich mit Ulrich mache, der Knowledge on Air, der ist ja hat eh eine eigene Website, der ist jetzt von Google Fonts betroffen. Den haben wir im Moment auf Offline geschaltet. Der muss ohnehin umziehen. Und für den experimentiere ich gerade mit dem Castopod. Und wenn das gut funktioniert, ziehen wir eventuell den LernOS und R auch aus der Cognion.de raus und geben dem eine eigene Website. Kann ich vielleicht das nächste Mal ein bisschen mehr berichten? Ich habe mal eine ganz doofe Frage. Also ich Ja. verstehe das schon, dass es da verschiedene Server gibt und das ist wie eine E-Mail-Adresse dann ist. Ne? Da gibt es halt Social und irgendwas vom Chaos Computer Club und dann gibt es Regionen. Und ich habe mich ja vor Monaten mal angemeldet schon auf dem Social-Dingens da, weil das habe ich gedacht, ist das, was am meisten haben. Was ist jetzt, also was macht Sinn, welche Adresse oder welchen Ja, du Server hast ich. mit Social meinst du wahrscheinlich den Mastodon.social, ne? Das Ja, ist der genau. Server, der von dem Eugen, der das Mastodon entwickelt, auch Ja, betrieben wird. Ist aktuell der genau. größte. Im Ja. Prinzip kann man sagen, gibt es so zwei, drei Kriterien, nach denen man sich die Instanz erstmal aussucht. Das ist die Region, wie du sagst, ne? Also sprich Norden.social, München.social, Bonn.social.
Dass da Social hinten dran steht, ist Zufall oder wahrscheinlich deswegen, weil Eugen sich den ersten Social genannt hat. Da könnte theoretisch auch jede andere Top-Level-Domain stehen. Das ist einfach wie eine Website. Ne? Also es gibt auch Mastodon-Server, die keinen Punkt Social hinten dran stehen haben. Die meisten machen es allerdings. Also Region ist eines, dann Thema ist natürlich eines. Ne? Sowas wie Bildung.social oder jetzt GoLearn.social oder was ist noch groß? OpenBiblio.social, die Bibliothekare. Ne? Und das Dritte, was ich so wahrnehme, ist halt so Organisationen, Institutionen, Communities, Vereine. Also sowas wie jetzt zum Beispiel social.bund.de für die ganzen Bundesministerien. VHS.social für Volkshochschulen und solche Geschichten. Aber warum sind nicht alle in dem Großen? Dann kriegst du doch viel mehr mit, mal blöd gefragt. Oder? Na, wenn du so eine Instanz hast mit ein paar tausend Leuten drauf, wächst dir am Tag mit 20 Gigabyte ungefähr. Und das musst du natürlich erstmal stemmen können. Ne? Nicht umsonst hat Twitter irgendwie 1 Milliarde Betriebskosten von ihrer Serverinfrastruktur im Jahr. Und bei dem Fediverse ist eben die Idee, dass das verteilt ist. Also, ich meine, als Nutzer halt. Also, was macht das? Verstehe ich noch nicht. Also, ich frage mich halt ganz doof: Soll ich in die große Instanz da von dem EU gehen oder soll ich jetzt zu CoLearn ziehen oder soll ich gucken, ob irgendwelche SAP-Kollegen eine aufmachen? Das ist mir noch ein bisschen unklar. Neben dem thematisch und wer ist, wo ist halt ein Aspekt, welche Instanz überlebt. Okay. Und das heißt jetzt, wenn du entweder so eine ganz große hast, die vom Eugen wird sicher nicht sterben. Digital Courage e.V. hat eine Instanz, den gibt man 1 € im Monat dafür. Ne? Das ist dann so ähnlich wie so ein Postfach bei Post.de oder bei Mailbox.org. Da steckt auch ein Geschäftsmodell dahinter. Ich glaube, viele, die jetzt einfach so in der Freizeit mal einen kleinen Server aufsetzen, die gibt es vielleicht in 1-2 Jahren nicht mehr. Ne? Das ist sicher nochmal ein Aspekt. Du hast auch noch was, Karl-Heinz hat auch noch ein Thema, ne? Ja, also es gibt einen Vorteil hier bei Mastodon und das ist die sogenannte lokale Timeline. Mhm. Und die lokale Timeline zeigt alles, was von denen gepostet wird, die sich auf dieser Instanz angemeldet haben. Also für uns cola.de bedeutet es, ich habe eine Startseite, da ist meine Timeline, also alle, denen ich persönlich folge. Und dann kann ich aber wechseln auf die lokale Timeline und da sehe ich alles, was Community-Mitglieder machen. Insofern, das ist ein Vorteil, den Twitter uns nicht bietet. Insofern wäre meine Entscheidung auch immer, ist die Instanz thematisch interessant für mich, sodass ich sage, ja, ich will sehen, was da alles, ab und zu mal sehen, was da alles getwittert wird, nicht dauernd. Ne? Und es ist, wenn du irgendwo bist, umziehen ist relativ leicht, ne? Wenn du da, gerade wenn du noch nicht viel gepostet hast, na, man hat im Profil unten den Bereich ziehe zu einem anderen Konto um. Da stößt man quasi auf beiden Seiten den Umzug an und dann werden dir auch die Follower mitgezogen. Also du verlierst die Follower nicht, sondern die ziehen dann quasi mit um. Und ich sehe das schon bei dem Social, da ist die Timeline, die ist mindestens so schlimm wie bei Twitter. Also ich meine, so viel eben. Kann er dann praktisch suchen nach Hashtags oder so, wenn mich Themen interessieren. Und dann kriege ich ja auch alle anderen Server angezeigt, alle Contents. Ne? Naja, Suche gibt es, Volltextsuche gibt es erstmal nicht. Es gibt nur Suche auf den Hashtags. Ah, das geht, dann müssen die immer die Hashtags. Ah, ja, genau, also Hashtags kriegen eine gewisse Bedeutung, weil wenn du Volltextsuche haben willst, musst du einen eigenen Elasticsearch-Server nochmal oben drauf setzen. Was einige haben, aber nicht alle. Ne? Und es gibt keine übergreifende Suche über alle Instanzen. Aber ich finde zum Beispiel, LernOS habe ich nicht gefunden in der Suche, irgendwie mobile. Das fände ich nur LernOS on Air und Simon Dückert. Du könntest mal versuchen, vor dem LernOS ein Ad einzugeben. Vielleicht hast du, mit was für einer App hast du das gemacht? Ja, mit der Mastodon-App. Okay. Die müsste aber eigentlich, jetzt kommt El Hotzo auch, aber wo kommt der nicht? Und das Thema Cross-Posting, gibt es da eine App dazu? Das fragen sicher auch viele. Cross-Posting von wo nach wo? Von Twitter nach da oder andersrum, ist egal. Hauptsache, ich muss nicht alles doppelt pflegen. Also wir haben bei uns im Wiki eine Seite gemacht, wo ich so die zentralen Links alle draufpacke. Und da ist hier bei den Tipps und Tricks sind die zwei.
Mastodon Twitter Crossposter oder Moa Bridge? Genau, von Twitter. Cooles, ja, von Twitter nach Mastodon wird auf einigen Instanzen nicht so gern gesehen. Also ich habe jetzt schon Instanzen gesehen, die die Crossposter rausschmeißen. Oder beziehungsweise das ist so eine Kette, die werden dann automatisch als Bot klassifiziert und dann rausgeschmissen. Was blöd ist, weil man dann den Account verliert. Ne? Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich quasi mein Standbein, also sozusagen ich poste überall auf Mastodon und lasse es dann nach Twitter cross-posten. Da könnte theoretisch es auch passieren, dass Elon Musk einen da mal rausschmeißt. Ne? Und nach LinkedIn kenne ich keinen Cross-Poster, aber da geht es mit if this then that. Also die Sachen, die ich jetzt auf Mastodon schreibe, erscheinen dann auch auf LinkedIn. Genau, das Fedify, da hatte ich auch schon genutzt. Das ist auch sehr hilfreich. Das, ich hatte dann so 120 oder so sind schon auf dort. Also, dass du da nicht wieder per Hand alle deine Kontakte suchen musst, das ist ganz hilfreich. Ja. Genau, das ist halt in dem Sinne, also der Fedify ist kein intelligentes Tool, der guckt halt nur nach, wer hat sein Mastodon-Handle in die Bio in Twitter geschrieben. Wenn das jemand nicht gemacht hat, kannst du Fedify da auch nicht finden. Aber das haben sehr viele gemacht. Okay, dann mache ich das auch noch. Genau, wenn du immer einen Fedify da finden willst, dann mach das sehen. Aber komm vorher zu colern.social. Genau. Ja, als colern-Fan-Freund mache ich das natürlich. Genau, dann hatte ich, das hat der Gerd geschrieben, ich weiß gar nicht, ob mit dir zusammen, Thomas, den Blog fand ich sehr gut. Das ist mal so eine Zusammenfassung sozusagen Peer-Learning, Learning in Circles. Ja, ich habe nur ein bisschen Feedback gegeben, habe Gerd mit einem Kollegen geschrieben und habe ein bisschen gereviewt und geholfen beim Posten und so. Also den müssen wir nicht gemeinsam lesen, aber ich fand so, also die, das sind mal so drei Ansätze, drei Durchläufe quasi verglichen miteinander. Ist mal so zusammengefasst, was kommt übergeordnet raus, ne? Diese Results und unten drunter dann nochmal 7 Tipps und Tricks, wenn man es selber machen will. Wir hatten ja in der Webseite angefangen, mal so eine Seite aufzubauen, Lernen in Gruppen, ne? Was quasi so überhaupt Circle supporten soll, so insgesamt. Und da hat jetzt auch schon einiges gesehen an Fleisch, was man da jetzt da auch verwenden kann, ergänzen kann. Und da würde ich den Blog vom Gerd auch direkt verlinken, ne? Dass man so eine Stelle hat, dass nicht jeder Leitfaden sozusagen für sich wieder schreiben muss, wie das mit den Zirkeln funktioniert, sondern dass wir eine Stelle haben, wo das mal zentral beschrieben ist, auf den man dann referenzieren kann. Das ist sehr gut. Spaß. Das ist ja so ein bisschen eine Fortsetzung auch aus den Erfahrungswerten, ne? Von meinem Blogbeitrag, den wollte ich jetzt Ende des Jahres auch mal reviewen, einen neuen schreiben wieder. Es ist auf jeden Fall sehr schön, da die verschiedenen Erfahrungswerte zu sammeln auch. Ja. Hast du noch mal den Link im Chat kurz, Simon, von dem Blogbeitrag von SAP? Der ist hier im... Quasi ach, der ist hier auch verlinkt. Das ist der Link. Perfekt, genau. Danke. Der zweite. Der Matthias von Bayer, mit dem hatte ich mal ein Podcast interviewt zu dem Thema. Da war das auch ein Thema. Der hat dazu, glaube ich, auch nochmal einen Blog geschrieben. Das war auch nochmal interessant, was du denn gesehen hast. Von dem Learning Explorer Podcast. Okay. Genau. Na, da schreibe ich das auf die Liste, weil ich wollte jetzt vor Weihnachten nochmal, ich habe so ein paar Links zu Quellen, die nochmal durchhören, durchlesen und gucken, was man daraus noch extrahieren kann. Dann nehme ich den dann mit drauf. Das ist dieser 3 Dimensionen des Peer-Learnings, ne? Vermutlich. Ich pack's mal in den Chat, dann habt ihr den auch. Ja. Falls du die Connect-Seite offen hast, könntest du gleich unten dran packen. Kann ich auch, Moment. Na, warte, ich habe ihn schon. Hast du ihn schon, Okay. Genau, dann hat man den zweiten Hackathon. Leadership-Team, Marcel, ihr habt es ja schon gelesen, ne? Team vom Leadership-Leitfaden. Mhm. Wir haben quasi den Leitfaden in die Webversion gebracht, springe ich auch gleich noch drauf. Wer sowas mal braucht, ich hatte jetzt das, was ich für euch verwendet habe, Marcel, einfach fortgeschrieben. Da ist jetzt auch so eine Grafik noch dazu gekommen. Das ist so ein bisschen die Vorgehensweise, wenn Leitfaden-Teams in Word oder Google Doc geschrieben haben und man muss hinten dran die ganze Arbeit in Markdown-Überführung machen. Nachdem ich das jetzt auch, ähnlich wie der Hardy, mehrfach durchlaufen habe, werde ich im nächsten Jahr ein großes Augenmerk darauf legen, dass keine Leitfaden-Teams mehr in Word oder Google Doc loslaufen.
Weil das ist für alle Beteiligten ziemlich Pain in the Ass, wenn man das erst ganz hinten macht. Ne, der Arbeitsaufwand, sich in die Markdown-Geschichten reinzufuchsen, der ist genauso groß, wie wenn man es am Anfang macht. Und man hat aber halt dann 1000 Artefakte. Also die haben sich jetzt ganz viel Querverlinkung im Leitfaden überlegt und geguckt, dass da alles passt. Und das fliegt natürlich bei der Konvertierung von Word nach Markdown alles wieder raus. Das heißt, ich würde jetzt in der Webseite irgendwie so eine Anlaufstelle schaffen und drauf gucken, dass wenn ein Leitfadenteam neu startet, dass man da so eine Checkliste durchgeht, wie ist der Name, wie soll der Untertitel sein, wer ist das Team, wer ist Maintainer, und dass man dann im gleichen Kickoff von so einem Team sagt, so jetzt brauchen wir ein, zwei Leute zumindest mal bei euch, die diesen Markdown- und GitHub-Teil verstanden haben, ne? Und dann können ja trotzdem die anderen fokussieren auf Schreiben und so weiter. Aber dass man eben nicht nach einem halben, dreiviertel Jahr Arbeit und alle wollen auf den Knopf drücken und veröffentlichen und dann muss man sagen, na gut, das dauert jetzt aber nochmal 2, 3 Wochen, bis man das fertig hat. Ne? Das ist, glaube ich, für alle nicht optimal. Also genau, das sehe ich als, ja. Das sehe ich echt als Thema. Ne? Wir hatten ja vorletztes Jahr, glaube ich, über 1,5 Jahre gearbeitet und Virtual Training Leitfaden gemacht und irgendwie der ist hängen geblieben. Also den gibt es als PDF. Irgendwo, ich glaube, wir haben auch mal rumgeschickt, aber im Endeffekt haben wir, ich glaube, Gerd wollte das machen, wir waren auch in der Session, aber da hat er keine Zeit gehabt mehr und der ist einfach hängen geblieben. Ne? Das ist eigentlich super schade, weil das ist super viel Content, super viel. Ich würde auch sagen, das sollte man nicht akzeptieren. Also lass uns das halt dann dritter Hackathon in Q1 oder so machen. Mittlerweile. Ich meine, ihr seid ja jetzt auch nicht, ob da digital auch nicht zwei linke Hände, kriegt man das in 3 Stunden durch. Also so gut 3 Stunden. Ich spreche den Gerd nochmal an, ja. Ich habe jetzt auch einen neuen angefangen, damit mit Change Management, was ich da auf der LernSCon besprochen habe. Da hatten wir uns jetzt schon 3-mal getroffen, sind da immer noch in der Strukturfindung, ist okay, ein bisschen Iterationen zu machen. Ja. Aber ich denke, da ist so eine Checkliste dann sicher hilfreich, dass man das am Anfang gleich mal definiert. Vielleicht können wir das dann, wenn wir sagen, dritter Hackathon nächstes Jahr, dass man dann von dem Team gleich Leute dazu nimmt und die parallel, die ersten Schritte sind ja gleich, sich das sozusagen anzugucken, ne? Egal, ob ich jetzt den Leitfaden schon fertig habe oder mit einem Anfang, dass wir das quasi da mit reinnehmen direkt. Ja, sehr gute Idee. Da hätte ich eh nochmal eine Frage, weil ich Hackathon gelesen habe. Also Silvia ist unter anderem dabei, die kennt er sicher einige. Ein paar Newbies, die aus anderen Ecken kommen, ist aber gerade auch schön. Was soll ich fragen? Achso, wir wollten auch einen Hackathon machen, also Erstellung vom Leitfaden, weil wir haben uns jetzt ein paar Mal gedreht und sie hat da auch mal ein Buch geschrieben mit der Doris, glaube ich, und mit ein paar anderen schon, war auch in so einer Art Hackathon. Also halte ich auch für gute Praxis. Ne? Dieses, gerade am Anfang, wenn es mal darum geht, wie muss die Grundstruktur sein, was muss rein, was ist die Grundphilosophie, merkt man doch, wenn man sich dann so typischen Circle-Modus immer nur einmal eine Stunde die Woche trifft, dauert es wahnsinnig lange und man hat ganz viel Rüstzeit. Ne? Während wenn man sagt, man tut mal zumindest einen halben Tag da dran kleben oder gar einen Tag, wenn es funktioniert, da kommt man doch viel, viel weiter. Ne? Und dann kann man die Arbeitspakete ja immer noch verteilen und sagen, der macht das, der macht das. Genau, das ist sozusagen hier das Ergebnis. Ne? Wie ihr seht, ganz fertig sind wir noch nicht, die Farben passen noch nicht, aber die Kapitel hier sind noch nicht aufgeteilt, das ist alles noch flach, aber das ist jetzt am Werden. Das heißt, da schauen wir jetzt, dass wir das vor Weihnachten auf jeden Fall auch noch fertig bekommen. Sieht doch schon sehr gut aus. Ja, ich sage, ein verteiltes Team ist 2-mal ready. Mac und 1-mal Windows. Also da haben wir jetzt auch das erste Mal, bei den meisten war es immer gleichförmig. Ne? Da muss man dann auch gucken, dass die Make-Files auf Windows und auf dem Mac funktionieren. Aber da lernen wir jetzt auch gerade einiges dazu, wie das funktioniert, also wie man das gut machen kann. Genau, dann hatte ich euch den Link nochmal rein. Es war ja Knowledge Jam. Ich weiß nicht, die jetzt letzten Male dabei waren. Wir hatten ja bis zum letzten Mal dieses Knowledge Jam Format von uns, was früher eintägig war vor der Pandemie, mal so mit so 2 Sessions an Community Call hinten dran gehangen. Und das hat aber nie so richtig funktioniert. Also wenn ich mich da nicht dahinter geklemmt habe, dann kamen da selten Themen. Deswegen haben wir gesagt, ziehen wir es jetzt wieder auseinander. Das heißt, am ersten Freitag ist der Community Call und am dritten Freitag in der Regel ist Knowledge Jam. Nur außer Dezember, außer August. Und da hatten wir jetzt letzte Woche,
mal den ersten Probelauf, hatten da eben genau dieses Thema mal Mastodon New Kid on the Block. Karl-Heinz war da, Christian Kaiser von der DATEV war da, Benedikt war da und ich würde so sagen, 10 Leute ungefähr waren eingewählt, remote. Na, und wir haben jetzt gesagt, wir schauen, dass wir bei dem Knowledge Jam immer ein Thema setzen und den Vormittag so im offenen Coworking-Stil machen. Wer kommt, ist da. Da hat man früher noch ganz viele andere Themen besprochen und machen quasi am Nachmittag dann 2 Session-Runden. Und wir würden immer dafür sorgen, dass quasi mindestens ein Strang belegt ist von Sessions. Na, da ist jetzt das nächste Mal ist im Januar, 3. Januarwoche, geht es um SharePoint versus Wiki. Na, und dann guckt man, dass es auf jeden Fall immer einen Strang gibt. Und wenn Leute noch Sessions haben, dann kann man die noch in parallele Stränge pitchen. Aber dann kann man sich darauf verlassen, dass da immer auch was stattfindet. Ne? Und dann hat man nicht so ein On-Off und man weiß es nicht genau und so weiter. Also das werden wir jetzt auf jeden Fall mal nächstes Jahr so durchziehen. Da kommen dann auch die Termine im Community-Kalender. Und da ist auch hier die, weil du gefragt hast oder weil ja, Thomas mit Mastodon, ne, das war so der Hintergrund, so hatte ich da ein bisschen eingeleitet. Vom Sascha Pallenberg gibt es eine schöne Infografik, die ist da mit drin. Und da ist eben auch die Mastodon-Wiki-Seite verlinkt. Ja, und jetzt für die Corporate Learning Community machen wir Dienstag in der Woche nochmal so eine Session. Und dafür mache ich auch wieder so ein kleines Slide-Deck, so wie wir das 2015 für Wiki gemacht haben. Und das tue ich dann auch publizieren und wer dann irgendwo mal so Mastodon-Einführungen machen kann, kann dann auch das Slide-Deck verwenden, wenn es taugt. Cool. Genau. Super, vielen Dank. Gerne, ja. Gerne. Genau, und dann haben wir hier das Pad. Also ich bin jetzt vor Weihnachten noch dabei, mal so zusammenzusammeln, was an offenen Enden alles offen ist. Wir haben ja am 21.12. so den von dem ursprünglich angekündigten Projektzeitraum LernOS-Projekt den Abschluss. Also das sind 6 Jahre rum. Da haben wir so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir geschafft haben, was noch offen ist. Und dazu macht es natürlich Sinn, mal quasi einer Übersicht mal zu sammeln, was eigentlich so die Themen sind. Ich hatte gestern eine Mail auch geschickt an die Leitfadenteams, ne, dass die sich mal Gedanken machen, was so aus ihrer Sicht zentral ist. Ne, und da können wir mal, ich gehe mal einmal drüber. Ne, ich hatte mit Carsten das letzte Jahr viel daran gearbeitet, diesen Core Canvas zu vereinheitlichen. Also wir haben jetzt durchgängig einen Canvas, der für Individuen, Teams und Organisationen funktioniert. Der muss jetzt halt in die Leitfäden eingebaut werden. Dann, das wird für mich so das dicke Brett sein, jetzt wirklich mal alles, was sich gesammelt hat an Feedback in den LernOS für dich reinzubringen und den auch vom Grundlagenkapitel bis zu den Lernpfaden schlüssig irgendwie durchgängig argumentiert mit klarer Begrifflichkeit zu machen. Und das wird der sein oder die Version sein, die 3, die dann auch wieder in Englisch da ist. Ja, das ist, da hat sich jetzt der Tobias und der Moritz gemeldet, die an dem OKR-Lernpfad mitarbeiten wollen. Aber das wird so für mich bis zur LostCon nächstes Jahr arbeitstechnisch das größte Ding sein, dass man den mal wirklich so in der Form hat, wo man sagt, cool, da passt alles. Na, dann den LernOS für Organisationen, der muss jetzt in die Version 1, den haben wir ja mit verschiedenen Projekten erprobt. Da gibt es auch ganz viel Material, da wird man auch mal eine Woche brauchen, das alles einzuarbeiten. Dann gibt es so ein LernOS-Glossar mit den ganzen Begriffen. Also was ist eigentlich ein Circle, was ist ein Sprint, was ist informelles Lernen? Das schimmelt aber im Moment in dem LernOS Core Repository rum und da ist die Idee, das auf die LernOS-Website zu packen und zu sagen, man hat dort ein durchgängiges Glossar und auch den Leitfaden Teams dann mitzugeben, wenn ihr in eurem Leitfaden von Community sprecht, dann schaut mal ins Glossar, was wir darunter verstehen und wenn ihr es anders seht im Leitfaden, schreibt es zumindest dazu, ne, um über die einzelnen Ressourcen so ein bisschen Sprache zu vereinheitlichen. Ne? Weil man merkt jetzt, im Leadership-Leitfaden stehen jetzt Sachen über Leadership und woanders steht über Führung was anderes. Und vielleicht wird der Community-Begriff hier so verwendet und hier wird von Netzwerk gesprochen. Und ich glaube, klar, für uns ist klar, dass die Leitfadenteams recht unabhängig arbeiten. Aber für jemand, der jetzt über die Webseite kommt, der nimmt es ja als so ein geschlossenes Angebot da und da wundert man sich vielleicht, wenn man 2 Leitfäden in die Hand nimmt und da gibt es einen völlig unterschiedlichen Begriff von Lernen, der da verwendet wird zum Beispiel. Ne? Das wird jetzt das Glossar nicht von einem Schlag auf den anderen
bereinigen, aber dann haben wir zumindest mal so einen Referenzpunkt. Genau, dann haben wir diese Kurzvideo-Idee, ne? Ähnlich, Karl-Heinz, wie unsere Was ist ein Barcamp in der Corporate Learning Community, mal so einen 90-Sekünder zu LernOS zu machen. Vielleicht sogar zwei 90-Sekünder, hatte ich überlegt. Einmal eher dieses Lernen in Circlen, ne? Das ist ja so eine Ebene, und einmal die ganze LernOS-Idee, ne? mit den Ebenen auch, mit Organisationen und so weiter, wobei sicher das Erste das Wichtigere wäre. Das ist was ich auf jeden Fall nächstes Jahr anpacken will. Na, dann diese Hub-Idee, haben wir schon mal andiskutiert, im Juli, glaube ich, Juli Community Call, also so eine Copy-Paste-Vorlage, dass man im Intranet LernOS verankern kann. Na, da gab es jetzt den Bench-Learning-Abschluss die Woche, gab es auch nochmal, Marcel, habt ihr gemacht, ne, mit Sandra zusammen die Session, was den internen Circle Finder angeht. Und ich denke, das muss man jetzt auch einfach mal unterschreiben und materialisieren und anbieten. Ne? Und dann werden Firmen und Organisationen anfangen, das zu nutzen, ne? Auch diese Landingpages für die Leitfäden. Dann sammelt man da Erfahrung. Da haben wir halt den Einstieg jetzt noch nicht geschafft. Aber deswegen ist es ja die Sammlung der offenen Enden. Genau, dann glaube ich, die grünen Sachen kommen vom Hardy. Der wünscht sich natürlich irgendwie die Produktionskette in der Cloud. Also, dass man quasi nicht mehr die Toolchain auf dem eigenen Rechner braucht, sondern dass man ein Release in GitHub eincheckt und dann die PDFs und so weiter automatisch erzeugt werden. Das ist auch theoretisch, da war ja schon mal der Leonid schon mal dran und auch der, weiß gar nicht, noch jemand. Aber das haben wir, also ist nie zu Ende quasi geworden. Da bräuchte es dann mal ein, zwei Technik-Nerds, die sich da mal reinfuchsen, genauso für die Übersetzung. Da gibt es ja auch den Post, weiß nicht, den habt ihr, glaube ich, weiß nicht, ob ihr den gesehen habt schon. Da haben wir schon mal so einen Test gemacht und haben quasi in die Produktionskette eingebaut, dass die Leitfäden über die DeepL-API einfach drüber geschoben werden. Und man holt sich dann man lässt die Markdown-Dokumente übersetzen und kann halt dann auf einen Schlag 60 Sprachversionen erzeugen. Und das haben wir hier mal gemacht für Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, weil es ein bisschen schwieriger ist, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Russisch und Chinesisch. Und da haben zwar hier nicht viele Leute abgestimmt, aber ich habe viel Feedback bekommen, dass man tatsächlich versteht, was in den Leitfäden drinsteht. Und da wäre jetzt halt der nächste Schritt, das wirklich mal einzubauen. Wahrscheinlich noch nicht in standardisiert, dass das überall automatisch passiert, da muss man ein bisschen experimentieren, und ich hätte gern so Teams aus so Natives, ne? Dass man sagt, wir haben jetzt hier eine spanische Version, kannst du da vielleicht einmal drüber lesen und da die gröbsten Schnitzer rausmachen, ne? Und wenn es nur automatisch übersetzt ist, kann man halt in den Versionen vorne so ein Disclaimer rein, ne? So wie man das bei, sieht man ja manchmal, Achtung, wurde maschinell übersetzt, kann sein, dass es Fehler gibt, aber das würde uns, glaube ich, so in Richtung Verfügbarkeit global einfach viel helfen. Ne? Auch Thomas, wenn du dich erinnerst, ne? So dieses, welche Leitfäden nehmen wir für die Learning Circle Experience, war eigentlich immer geprägt auch von, was ist in Englisch verfügbar, ne? Bei den letzten beiden Malen. Da hätten wir es da ein bisschen einfacher. Ja, das Thema mit dem Hub finde ich auch wichtig. Also da haben wir uns echt ein bisschen schwer getan. Wir haben über Zoom Breakout Rooms das Matching gemacht. Das ist natürlich sehr experimentell, oder wie soll ich sagen, ist jetzt nicht so optimal. Ja. Vor allem, wenn man halt so Cross-Company-Approach hat. Ja, genau. Also Hub ist erstmal nur die Idee, ein Portal zu haben, ne? Aber ein Bestandteil davon soll eben auch so ein Circle Finder sein. Genau, da ging der halt noch nicht dazu, wie der designed ist. Ja. Und der jetzt von Sandra Marcel aus der Session kommt, ist auch einer für intern. Also der hätte uns jetzt übergreifend auch nicht geholfen. Aber ist wichtiger. Genau, dann, das hat auch der Hardy eingebracht. Wir haben im Moment diese Discuss-Kommentare unten dran. Da gibt es ja zwei Sachen, die so ein bisschen hässlich sind. Das eine ist, dass da ein Bezahl-Account dahinter hängt, damit die Werbung weg ist. Und da kann man aber nicht so richtig. Also das ist so ein Leitfadenteam, jetzt sagt, man kriegt eine schöne Übersichtsseite, wo alle Kommentare zu meinem Leitfaden auflaufen. Das funktioniert dort nicht.
Und das Zweite ist natürlich mit der Google Fonts Diskussion jetzt gerade vor kurzem, wie sieht es aus mit Discuss Embedding? Ja, weil theoretisch dann natürlich sofort die IPs übertragen werden und da könnte jemand kommen und könnte irgendwie Abmahnungen stellen für die GitHub-Seiten. Das heißt, streng genommen müsste man da auch einen Cookie-Consent irgendwie reinhängen. Und da hatte ich jetzt mal gegoogelt, weil ich nämlich eigentlich dachte, ich wollte im Hardy schon schreiben, geht nicht. Aber die Material Community, die haben mittlerweile was gefunden. Die empfehlen auch nicht mehr Discuss hauptsächlich, sondern die empfehlen Discuss. Und das ist quasi ein GitHub-Comment-System. Also das bedeutet, wenn da jemand was schreibt und kommentiert, landen die Diskussionen direkt im GitHub-Repository, aus dem die Seite kommt. Und das ist natürlich genial, weil das Zweite, was der Hardy geschrieben hat, war dann, wie kann da diese Kette aussehen? Ne? Also wenn jetzt jemand ein Feedback gegeben hat, wie mache ich da draußen ein Issue, damit ich das beim nächsten Mal, wenn ich den Leitfaden anfasse, auch berücksichtige. Ne? Und das schlägt quasi die Brücke. Ne? Wenn man sich jetzt anschaut, der LernOS für dich V3, der ist ja quasi, was da gemacht wird, ist komplett hier in Issues geplant. Und wenn das Comment-System quasi in die Discussions des Repos reinwandert, kann ich einmal die Diskussionen durchgehen und sagen, nehme ich auf, nehme ich nicht auf, aber schreib kurz eine Antwort dazu und habe das quasi nah beieinander. Also das heißt, hier könnte man mal, schreibe ich mal hin, Discuss eruieren zumindest mal. Das sieht so ein bisschen komplexer aus, also das ist auch nicht so Schalter einlegen, da muss man irgendwie in diese Verzeichnisse, woraus das Material die Webseiten erzeugt, muss man Dinge reinpacken und muss irgendwie so Comments-HTML anlegen, aber das sieht auch nicht nach Raketenwissenschaft aus. Also das kriegt man irgendwie hin. Das heißt, für alle, die jetzt Leitfäden haben, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, denke ich, werden wir dann nächstes Jahr das Comment-System da tauschen und dann eben von Discuss auch weggehen wahrscheinlich, wenn es klappt. Genau, dann gab es so inhaltlich einiges vom Community-Management-Leitfaden-Team. Das habe ich jetzt gar noch nicht im Detail gelesen. Ich sehe es nur an der Farbe. Pair-Teams, noch ein Termin. Genau, da kommt jetzt auch die englische Version. Und, der Marcel, das hat er gerade im Chat noch geschrieben, LernOS Fast Track. Anstelle von 12 Wochen eine Kompaktversion in 4 bis 6 Wochen denkbar. Das ist ganz spannend, weil das hatte ich auch überlegt, wo man das mal hinschreibt. Wir versuchen ja, die Cutters in den Leitfäden wochenneutral zu halten. Also die sind ja bewusst nicht Wochen zugeordnet, weil ich zum Beispiel so Podcasting-Dojos mache, wo ich mit den Leuten in einem Tag oder in 2 Tagen durch den kompletten Lernpfad durchgehe. Ja, und dann wäre es bei der Übung doof, wenn da dabei steht, triff dich mit den Leuten in deinem Circle oder herzlich willkommen in Woche 7. Ne, weil das sagt dann, ist ja gar nicht Woche 7, es ist 13.30 Uhr und jetzt machen wir eine Audioaufnahme. Ne, und so gesehen ist 4 bis 6 Wochen ist ja auch nur eine Ausprägung von, ich mache es halt kürzer und dafür muss ich halt mehr Zeit verwenden. Ne? Die 2 Tage Podcasting-Dojo sind halt einfach 2 Tage Fulltime, was umgerechnet, und in einem Sprint habe ich es halt einfach auf ein Quartal gestreckt. Und das habe ich schon mal auf so einer OneNote-Seite ein bisschen zusammengeschrieben, habe aber bisher immer davor zurückgeschreckt, das in die LernOS-Webseite zu packen, weil ich mir dachte, da macht man es ja dann noch mal komplexer, ne? Wenn sozusagen auch der nicht nur die Lernpfade Freiheitsgrade sind und mache ich es alleine oder im Circle, sondern auch noch, wie lang ist es? Ne? Aber im Prinzip wäre es natürlich schon cool, um Leuten die Optionen auch zu zeigen. Also weiß ich nicht, ob ihr da eine Meinung dazu habt, wie, ob das gut ist, ob man das eher verstecken soll. Eher an der Seite arbeitet, die so insgesamt diese ganzen Parameter mal darstellt. Ich bin mir da noch unschlüssig, habe aber auch noch nicht lange drüber nachgedacht. Man hört euch denken.
Genau, also falls jemand da was einfällt. Wir haben das immer wieder, wir hatten das ja schon beim allerersten Woll-Community-Treffen 2015. Die allererste Frage war, was, 12 Wochen, kann man das nicht auch in 7 machen? So, das war die sozusagen nicht FAQ, aber earliest asked questions war genau das. Ne, wo ich mir denke, jetzt bei sowas wie Podcasting habe ich damit überhaupt kein Problem, weil, sag mal, alle Leitfäden, die jetzt nicht so sehr auf Verhaltens- oder Mindset-Änderungen abzielen, die kann ich zusammenstauchen. Ne? Also immer, wenn ich nur so ein Tool oder eine Methode oder sowas, ne, wie schneide ich ein Video, da ist es eigentlich egal, da brauche ich den langen Zeitraum nicht. Ich glaube aber halt, wenn ich irgendwie so Routinen, Gewohnheiten, Haltung zu einem Thema ändern will, hilft der lange Zeitraum. Das kann ich nicht beliebig kurz schrumpfen. Nee, glaube ich auch. Also getting things done oder so. Weiß nicht. Ich meine, so Sachen wie jetzt, ob es ein virtuelles Training ist oder Community, das ist es vielleicht dann sogar, dass ich da mit meinem Projektteam den Leitfaden mache. Also wäre auch ein Use Case, dass ich jetzt da nicht mit 10 Teams oder noch mehr Circle losrenne, sondern das wirklich einfach als Projektteam mache, kann ich das dann sogar über eine Woche hin vielleicht sogar machen. Keine Ahnung. Ja. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche, je nach Use Case. Ich nutze es, um irgendwie ein Projekt anzuschieben, als gar nicht so als Lernprogramm. Kann es noch kompakter sein, finde ich schon absolut valide, aber ich denke, da kann sich ja dann jeder selber den Leitfaden, ich meine, die sind ja trotzdem valide. Auf der LearnOS Convention 2020 hat man das mal abends in so einem Seitengespräch, da war der Gedanke so ähnlich wie auf Kühlschränken diese Energieklassifizierung klebt oder auf Lebensmittel, dass man sowas in den Leitfaden reinbringen könnte. Dass man sagt, man hat so wie eine kleine Tabelle, wo dann steht, ist der eher geeignet für, ich kann es alleine machen, zu zweit oder im Circle, ist der eher geeignet für, ich brauche den ganzen Sprint oder ich kann es auch kompakt machen. Ne? So, was weiß ich, dass man so 3 Kategorien hat und jedes Leitfadenteam gibt an, was sie glauben, wofür das eben besser passt. Aber das ist halt auch so typisch, gibt es eine Skizze auf dem Bierdeckel-Geschichte und ein Foto davon. Aber ich finde es prinzipiell von der Idee her spannend, ne? Weil dieses Grundraster, was halt von OKR kommt mit den Quartalen, das hast du halt nicht immer. Und wenn jetzt einer sagt, so ein bisschen, da hat man die Diskussion in Mein Ziel 22 auch, Karl-Heinz, ne? Wenn ich es zu lang mache, dann verhungern die Leute, wenn ich es zu kurz mache, kommen sie gar nicht ans Laufen. Die also, Diskussion hatten wir gerade heute für Leinziel 23, ja, 23 auch wieder. Genau, und wenn ich da halt sagen könnte, okay, stell den Regler runter, sind nicht 12 Wochen, sondern 8, bedeutet dann das und das, fände ich schon cool als Feature für das Ganze, ne? Ohne das jetzt so bis hinten durchdacht zu haben. Aber gut, bisschen was müssen wir uns ja auch noch für nächstes Jahr aufheben. Genau, das Pad ist verlinkt. Wenn ihr da weitere Themen noch habt, schreibt ihr einfach mit drauf. Und wenn ihr sagt, ihr unterstützt Einzelne, ne? Thomas, als du jetzt gerade gesagt hast, Hub ist wichtig, habe ich da oben drauf einfach so ein +1 geschrieben. Schreibt die davor, weil dann würden wir die auch so ein bisschen versuchen, noch zu priorisieren und zu schauen, was wir mehr treiben als Community und was vielleicht als nicht ganz so wichtig wahrgenommen wird. Und mit den LearnOS-Supportern, also mit den Firmen, werden wir das Anfang des Jahres auch nochmal machen, dass wir da so eine Art kleine Strategie fürs nächste Jahr haben, was halt so die Hauptthemen sind. Genau, hier hinten in der Klammer Pad, das ist der Link, also falls da jemand noch was reinschreiben will. Genau, dann habe ich nur noch 2 Kleinigkeiten. Wer Lust hat, wir machen am 21.12. so einen kleinen Rückblick auf LearnOS-Projekt 2016 bis heute. Kleiner Spoiler, es wird natürlich nicht zu Ende sein, weil wir ja auch noch nicht alles geschafft haben, aber wir haben gesagt, das macht Sinn, mal so ein bisschen einen Strich, eine Bilanz zu ziehen und zu sagen, was von dem, was wir uns vorgenommen haben, hat schon geklappt. Das sind ein paar Sachen, die noch nicht fertig sind, aber auf der Seite all der Dinge, die wir uns überhaupt nicht haben vorstellen können und die trotzdem passiert sind, siehe LearnOS Convention, siehe irgendwie fast 20 Leitfäden, die entstanden sind, haben wir, glaube ich, auch da ein ganz gutes Gegengewicht vorzuweisen. Und das werden wir dann als so eine Mischung machen, einfach kurz das mal so zusammentragen. Die werden die Leitfadenteams alle eingeladen. Wer Lust hat, nach Nürnberg zu kommen, kann das gern. Danach gehen wir auf den Weihnachtsmarkt und picheln uns einen. Und dann haben wir da einen schönen Jahresabschluss.
nachdem ja die Weihnachten dieses Jahr sehr arbeitnehmer unfreundlich liegt, von den, wenn man nicht noch viel Urlaub hat am Ende. Genau, und letzte Kleinigkeit, wir experimentieren ja immer gerne und deswegen werden wir nächstes Jahr mal experimentieren, in Q1 den Community Call in Big Blue Button zu machen. Warum Big Blue Button? Weil wir das beim Jam auch einsetzen und Big Blue Button ein ganz cooles Feature hat, um Breakout-Räume so zu machen, dass man sich selber zuordnen kann und wir auch unsere Displays hier in den Räumen sehr einfach in diese Breakouts bringen, sodass, wenn jemand vom Hauptraum dann in den Nebenraum läuft, er direkt schon in der richtigen Konferenz ist und man da gar nicht viel über viel nachdenken muss. Also das heißt, da wird man mal probieren, statt Teams Big Blue Button zu nehmen. Wie gesagt, erstmal Q1, um zu schauen, ob das Schwierigkeiten macht. Jetzt beim Jam hat man niemanden, der abgeprallt ist. Ich habe das auch schon eine ganze Weile im Einsatz. Also alle, die so Jitsi und so weiter verwenden können, dürfte Big Blue Button einfach auch, dürfte kein Problem sein. Also ob da jemand Erfahrung hat oder gleich aufschreit und sagt, bei uns kommt die IT-Polizei oder so. Das heißt, das, was man bei diesen WebRTC-Sachen hat, ist halt immer, dass wenn Firmen-Firewalls die Videoströme wegblocken, dann hat man halt da bei den, statt den Videobildern nur so einen Kringel, der sich dreht. Ich sehe schon, der Karl schreibt jeden Tag Big Blue Button. Ein Big Blue Button-Fan. Nee, ich finde das Big Blue Button echt cool. Also das hat sich super entwickelt. Das hat vor allen Dingen auch so ein Etherpad gleich eingebaut. Das ist schön. Das hat ein Whiteboard eingebaut. Jitsi hat jetzt nachgezogen. Gestern kam der Blog raus. Die haben jetzt auch ein Whiteboard eingebaut. Aber das ist so mittlerweile jetzt für so Barcamp-Breakout-artige Sachen, finde ich, hat sogar die Nase vor Teams. Weil ich da eben genau dieses, ich kann mich selber in einem Raum zuordnen, nicht machen kann, ne? Und so flexibel wechseln kann zwischen den Räumen. Testen wir mal. Na cool. Genau, dann frage ich nochmal in die Runde, ob irgendwie jemand noch was Spannendes hat anzukündigen, beizutragen. Heiße Ideen. Ich habe nur heute Morgen was gelesen, aber das ist super high level. So OpenAI, was da neuen Möglichkeiten gibt, das wollte ich mal testen. Aber da habe ich noch keinen Kontext, wie man das auch jetzt im Learning- oder Bildungsbereich ansetzen kann. Es war im letzten Sendegarten. Ich halte mal gerade die Aufzeichnung erstmal an. Im letzten